Emma Schösser. Was bedeutet für Sie Reisen? Stellen Sie für sich persönlich eine Definition auf, was Reisen für Sie bedeutet. Und damit, liebe Jury und liebes Publikum, ist wahrscheinlich schon klar, worüber ich heute sprechen möchte. Die Definition von Reisen interpretiert jeder von Ihnen sicher anders. Einige werden an den letzten Urlaub am Meer gedacht haben, andere an die Matura-Reise mit Freunden und jene, die wie ich denken, kommt der Gedanke, dass Reisen im Kopf beginnt. Auf der Webseite reisegeschichte.de bin ich auf die wohl beste Definition gestoßen. Das Reisen